Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Letzte Folge. Holy shit. Kasti Kapitel 3 extrem heftig. Laia lebt gar nicht. Sie war nur ein Teil von Kastis Erinnerung. Ja, nicht. Unser Schiff steht auch hier. Ey, das war eine heftige Story. Und das wird noch heftiger. Und die Musik, ne? Alter. Die Musik. So, Kasti, wo ist deine... Ah, da. Leerstau. Da oben. Eieieiei. Gibt's noch so viel, ne, was noch nicht erkundet ist. Verlassenes Dorf. Ich würde am liebsten sofort da weitermachen, ne? Aber das können wir einfach nicht. Level 45 ist nicht für uns geschaffen. Was wir probieren könnten jetzt. Wir haben einen Punkt erreicht, in dem wir relativ stark sind. Wir könnten uns per Schiff in die See wagen. Wir könnten. Weil. I'll do what I must. To work. Auf See, Gefahrenstufe 34. Ich möchte irgendwie gerade keine weitere Story anfangen. Also irgendwie so ist mein Mut auch ein bisschen runtergekommen durch die Story vorher. Ich will jetzt einfach nur... Komm, let's go, 2 Folgen auf See. Irgendwie so. Deswegen starten wir mal auf See. Ich bin immer noch ein bisschen, ne? Muttechnisch. Boah, Alter, guck mal, wie genau die Details auch noch hier sind. Guckt euch das an. Und das wird sogar genau angezeigt, ne? Es ist so krank, wie gut dieses Spiel ist. Du hast sogar eine genaue Markierung, wo das Schiff sich gerade befindet. Es ist sowas von krank einfach nur dieses Spiel. Let the show begin. Now then. Neue Musik. Alter. Eieiei, crazy. Oh, das ist so ein Piraten-Style. Das ist so eine Piratenmucke.
Piraten, yo, ho. Ja, das ist voll der geile Piratenmucke. Hä? Wie geil. Meeresengel. Ach du Scheiße. Oh, Dolchwäsche, hey. Aua, aua. Okay. My place is Warum gehst du nur auf sie, hallo? This will make it all now then. Skillfully done, Akina. My blade sings. There's no need for flattery. It will rust my soul. So, wir werden diese Folge mit den Charakteren unterwegs sein. Und die nächste Folge dann mit anderen. Leuchtturminsel. Was für eine Gefahrenstufe ist hier? Auch 34? Wait. Das ist aber nicht das von Oswald, oder? Das sieht irgendwie ein bisschen so danach aus. Leuchtturminsel. Da ist auch jemand. Oktopus-Fang-Dingsbums, irgendwie sowas. Führt öfter zu Begegnungen. Ach, davon haben wir jetzt zwei. Ja, let's go, ich tue mir das rein bei Temenos. Dann können wir Oktopuse treffen. Na komm, ich bezahle die. Keine Infos. Ich habe am Strand eine Flasche mit einer Nachricht drin gefunden. Auf der Flasche steht auch, dass der Brief an Ruby in Lashtal gehen soll. Mein Mann und ich können diese Insel aber leider nicht verlassen. Könntest du den Brief vielleicht für uns an diese Ruby überbringen? Ja. Vielen Dank. Hab eine angenehme Reise nach Lashtal. Pass gut auf dich auf. Okay, danke. Sagt mal ihr zwei, also braucht ihr die Leuchtturm-Dings dann noch? Elmonitl-Reflektor. Ja, genau das ist das, was wir brauchen. Perfekt. Danke. Na komm, ich bezahle den. Dafür, dass er uns den Dings da gegeben hat. Pfeilguss hat er sogar. Ich würde dem sogar tatsächlich. Ich nehme den mal mit als Begleiter für Temenos. Ich meine, why not, ne? Da ist der Reflektor. Oh, wie schön. Wie die Details, ne? Das ist unfassbar. Boah, schön. Coole Sache, ey. Crazy. Da oben sehe ich noch eine Kiste. Goldklumpen. Jetzt sind wir da. Weiter nach oben geht's aber nicht tatsächlich. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Hier können wir noch nicht raus. Ach, das ist das Gefängnis, ne? Komm mal, verwirrende Antwort. Let's go. Wow. Au. Au. There's no need for flattery. It'll rust my sword. Nice. Okay, hier können wir tatsächlich nicht. Also wir können nicht mehr zurück auf diese Insel. Hätte ich nicht gedacht. Erfahrungsaugmentor. Oh. Das ist doch das, was ich in den Kommentaren gelesen habe.
Auch wenn ich das nicht so gern habe, wenn man Sachen spoilert und so, ne? Aber ich wusste irgendwo, dass man auf der See irgendwann diesen Augmenter findet. Deswegen, solange ich nicht ultra gespoilert werde, also wenn jetzt gesagt wird, ja, da findest du das Item, ist mir das egal, ne? Das ist cool, ne? Aber wenn das jetzt so kommt, ja, du musst das so und so und so machen, so wie ich das gerne hab, dann bin ich so, nee, ich mach das so, wie ich das will. Ja? Ist ja aber nicht schlimm. Jeder, also ich find's halt so, dass ich halt, ich muss selber entscheiden, wie ich spiele. Ich lasse nicht andere bestimmen, wie ich zu spielen habe. Ja, das ist ja ein perfektes Beispiel von Backseat Gaming, ne? Aber egal. Alter, der Typ hat 13.000. Was ist denn falsch mit ihm? Ja, Erfahrungsaugmentum will ich natürlich ausrüsten. Vor allem jetzt, wenn wir sowieso auf See sind und leveln wollen. Ich nehme dir mal dein Tempo weg. Die erhaltene Erfahrung. Ich gebe ihr den mal. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Ja, wir müssen uns das so ein bisschen näher alles angucken. Ich würde jetzt sagen, wir bleiben hier auf diesem. Auf diesem Streifen. Hier sind noch irgendwelche. Biestiges Tuch, ja, ne, moin. Lol. Ach, guck mal da. Wie süß. Ach, sie hat ja keiner. Now it begins. This will make it all right. Er hat immer noch keine. Where was I? Are you okay? Here I come. Allow me. Next. Nice. I still have much to learn. So. Müssen jetzt mal darauf achten. Agnea hat 925 Erfahrung. Ne? Merken wir uns jetzt mal. Und dann gucken wir, wie viel sie danach bekommt. So, und hier ist ein versunkenes Schiff. Wrack der Kaiserin. Ach du heilige Scheiße. Ciao. Hier sterben wir. Ach geil, das wird auch so markiert. Hä, wie geil. Das ist einfach so geil, dieses Spiel, ne? In allen Formen, Farben und Variationen, dieses Spiel ist geil. Belebende Nuss. I shall be your opponent. Ich wurde überrascht. Aua. 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 Prepare. Sie hat immer noch keine. Very well. Alter. My turn. Now. There's no need for flattery. It'll rust my soul. 925 hatte sie bekommen. Wir haben 440 gerade bekommen. 925. 1300. Naja. Also so viel ist das auch nicht, ne? Wenn man das mal gerade so sieht. Also das ist echt wenig Erfahrung, die du mehr bekommst.
Platin-Schild. Eieiei. Das ist richtig wertvoll. Temenos, hast du nicht Bock da drauf? Oder Agnea so? Vielleicht. Von der Verteidigung her auf jeden Fall, ne? Komm, ich gebe ihr das. Dann lebt sie auch mal ein bisschen länger. Wrack der Kaiserin. Boah, ist das schön hier, ne? Ich habe immer noch keine FP. Next for the pride of Ku. Ja. Sie kriegt gleich ein Level ab, deswegen kriegt sie nur eine Frucht. Oh, wie detailliert das auch noch hier ist. Das ist so gut gemacht, Cole. Hier Gifts anwesend ist perfekt darauf abgebildet. Da ist die riesige Brücke, die man bei im Ladescreen bei Partition gesehen hat. Ach, wie geil ist das bitte. Da oben ist noch eine große Stadt. Das ist wahrscheinlich für Partition auch. Ja, ja. Das ist aber nicht Bruchgrad, oder? Doch, das ist Bruchgrad. Wie sieht das denn hier oben aus? Ja, aber das ist auch so eine Wüstenstadt. Das ist ein riesiger Ofen. Ja, das wird die Endstadt von Partition sein, ne? Muss ich mal schätzen. Ja, was seid ihr denn? Seedrachen? Natürlich. Ihr verwirrt an Mulch. Many thanks. This isn't ideal. Aua. Ja, göttlicher Doppelschnitt, ne? Aua. Aua. Hikari ist tot? By the grace of the flame, we cannot die yet. Oh, Hikari ist erst ganz am Ende dran. I have a talent for making do. Okay. Richtig stark, die Typen. Aua. This isn't good. Was haben die für Schwäche? Eis wahrscheinlich, ne? Terminus ist tot. This will make it a new beginning. Cassius Torch. Prepare yourself. Allow me. Oh, immerhin, ne? Verwirrende Anmut. I wonder what it'll be. Erfahrungspunkte mal zwei. Terminus. It's over. Oh Gott. For the pride of Ku. Nein, Kasti bekommt keine EP. Scheiße. Scheiße, das war doof. Fuck, wir hatten Erfahrungspunkte mal zwei und wir haben Kasti vergessen. Ach, fuck.
Naja, dann hat Cassio halt weniger. Ach ja, naja. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ach, guck mal hier. Das ist doch der Leuchtturm, ne? Oder? Nee, ist irgendwas anderes. Ach, hier ist der Unterschlupf des Usurpators, jo. Was haben wir da gerade gefunden? Versunkene Goldstatue. Nehme ich mit. Wir sind auf jeden Fall stark genug für hier. Krachtbrak. Ah, schön. Es ist gut, dass wir hier sind. Weil... Gruppe wechseln. So. Terminus und Agnea sind relativ geil gelevelt. Ich nehme mal Oswald und Ochette mit. Oder Patricio. Kasti kommt für... So, ja, dann machen wir das mal so. Flone ist schon gut gelevelt. Die kommen dann später noch mit rein. Ah, warte mal, ich muss... Ausrüstung. Terminus, du hast noch... das drin, das will ich tauschen. Das hast du, ne? Biestiges Tuch, ja. Du hast noch den Erfahrungsaugmento, den hätte ich natürlich auch gern zurück. Du hattest Tempo, ne? Da. Frag mich, ob wir irgendwann noch geilere Waffen finden. Als die, die wir aktuell haben. Schrumpter heiliger Schild. Das Problem ist, wir können Hikari halt nicht aus der Gruppe tun, weil er halt unser Big Boss ist. Also unser Hauptcharakter. Sonst würde ich nämlich jetzt auch noch Flone vielleicht mitnehmen oder Kasti. Aber dadurch levelt er auch krass, ne? Also, kann man auch so sehen. So, Ausrüstung. Für ihn wäre der Platin-Schild auch nicht so schlecht, ne? Oh shit, ich glaube, ich nehme dir mal den Crit weg und du bekommst den Erfahrungsaugmentor. Damit du krasser levelst. Ach so, und wir können die Quest hier machen. Komm, machen wir. Wir haben doch den geilen Reflektor. So, hier bitteschön. Ein neuer Reflektor? Wo hast du den denn her? Ach egal, das kannst du mir später noch erzählen. Wir müssen ihn schnell einbauen. Wunderbar, so gut wie neu. An diesem Licht hängen die Leben vieler Fischer und Seeleute. Jetzt können sie wieder in Ruhe in See stechen. Also im Namen aller Seefahrer, ich danke dir. Jo, kein Problem. 12.000 Leuchtturmwärter, Bandana und eine harte Nuss. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, ne? Nö. Sonst ist ja auch nichts. Okay. Damit hätten wir diese Quest auch beendet. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Hast du noch geile Sachen eigentlich für mich? Verkaufen. Silbermünze, ausgeschöpftes Spielzeug, Münzbeutel, Haarbürste, schwerer Münzbeutel, silbergefüllter Beutel, Edelstein, Monokel, Antiquität.
Beutel voller Hoffnung verkaufe ich nicht. Goldklumpen ist 18.000 wert. Versunkene Goldstatue bringt 50.000. Natürlich. Die behalte ich mal, weil ich weiß nicht, es könnte sein, dass das eine Quest ist. Deswegen lassen wir die mal. Ein paar Sachen hier verkaufe ich noch. Marietta. Oh mein Gott. Bewirkt beim Ziel selten sofortigen Tod. Oh mein Fuck. Ich glaube, wir haben da zwei, also eine sehr, sehr starke Waffe. So, hier Eichenstab. Behalte ich mal. Heftig. Okay. Wir müssen noch einiges auf See erkunden. Aber den ganzen oberen Bereich haben wir schon. Kommt noch der ganze untere Bereich. Aber ihr seht, ne, auf der See kannst du echt extrem gut leveln. So, und wieder zurück. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mit weiterer See-Quests und so. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.